Mr. Mike. Mr. Mike. Jo, hier ist Mr. Mike. Ein kleines Real Talk Video vom Freiplatz. Ich bin jetzt echt den dritten Tag in Folge am Basketball spielen. Sonst natürlich unter der Woche immer nur eine halbe Stunde gehabt ungefähr. Nicht ganz, wegen Mittagspause und Arbeit. Ansonsten hatte ich keine Gelegenheit, weil ich bis 18 Uhr muss ich arbeiten. Dann ist es schon wieder dunkel. Und heute, Samstag, Wochenende, auch nochmal Glück. Jetzt bin ich ein bisschen länger draußen. Und ja, bei mir ist jetzt so eine Sache, ich muss schauen und achten, abwarten, was mein Körper noch hergibt. Jetzt gerade Ballhandling mache ich halt auf schön entspannt. Ballhandling wird schon ein bisschen besser, so vom Gefühl her merkst du gleich, aha, schön, sauber, du verdribbelst dich nicht oft, der Ball geht nicht oft vorbei, sehr gut, das Level kommt. Aber geschwindigkeitsmäßig jetzt bei mir vor allem, ja, die Geschwindigkeit ist wirklich am Arsch, wegen meinem Sprunggelenk, wirst du ja umgeknickt, böse, Bänder gerissen, Knorpelschaden. Und dieser Knorpelschaden macht mir echt jetzt gerade auf dem Spielfeld die allermeisten Sorgen. Mein Rücken ist natürlich auch immer noch am Start, die Bandscheibe, also ich bin echt so ein halber Krüppel, der sich immer noch auf dem Platz versucht vorwärts zu bewegen, aber ich werde auch nicht aufhören. Mein Ziel ist es, mit richtigem Training, ja, noch einige Jahre mitzuhalten, vor allem für mich selber natürlich. Aber das ist natürlich auch die Frage, auf welchem Level kannst du noch mithalten oder auch spielen? Weil, ja, die Geschwindigkeit, wie gesagt, und so richtig krasse, schnelle Richtungswechsel, vor allem jetzt mit meinem Fuß, war, Alter, das ist so, oh mein Gott, das tut höllisch weh. So jetzt beim normalen Gehen, Laufen, Läufeln so eine Art, weil richtig laufen würde ich es jetzt auch nicht nennen. Alles easy, also spielen so ganz smooth, kein Problem. Das ist auch schon mal ein gutes Feeling für mich, auch gut für die Psyche, natürlich für den Körper, Bewegung, sehr gut. Aber wenn ich jetzt wirklich sagen will, 100%, no way, Alter, ich würde sterben vor Schmerz, wenn mein Fuß das echt nicht mitmacht. Vor allem mein Fuß tut jetzt gerade so unglaublich weh, wenn ich auch nichts mache. Dieser Ruheschmerz, also ich habe mehr einen Ruheschmerz, als wie wenn ich jetzt wirklich hier stehe oder spiele. Natürlich habe ich ihn jetzt auch so beim Spiel auch immer wieder, aber wenn er bewegt wird, der Fuß, tut er echt nicht so weh. Das ist auch so ein bisschen verrückte Sache. Ich kann diesen Schmerz nicht einordnen. Ich kann nicht wirklich sagen, ja, diese Bewegungen tun mir nicht gut. Also natürlich diese schnelle, explosionsartigen Richtungswechsel zum Beispiel, so schnell loslaufen von 0 auf 100 geht nicht. Keine Chance, würde ich sterben jetzt. Das tut echt höllisch weh. Also ein paar Monate brauche ich auf jeden Fall noch, aber da musst du auch entspannt bleiben und einfach easy mitgehen. Ist mir war die beste Jahreszeit, wo es mir passiert ist, jetzt im Winter mit Corona, Lockdown, konntest eh nirgends spielen, daher ist es jetzt auch die perfekte Zeit, so wieder langsam reinzukommen. Ne? Der Frühling kommt und dann so smooth wieder anfangen, alles easy. Und ja Mann, der Rücken vor allem, den Rücken darf ich auch nicht vergessen, der hat sich jetzt gerade gemeldet. Ich habe jetzt nämlich versucht, einen Wurf von der Mittellinie zu nehmen, ne? Ruckartig, schnell, zack, zack und wow, Alter, sofort in den Rücken reingeschossen. Also da bin ich auch noch nicht wirklich da. Und das sieht halt bei dir aus gleich, okay Mann, hier und hier und hier muss noch was gemacht werden. Noch viel Arbeit vor mir, noch viel Zeit, die wahrscheinlich verstreichen wird. Und ich muss schauen, wo es noch hingeht, wie lange es noch wird, aber selbst wenn ich glaube von mir persönlich, ey, selbst wenn ich nur ein Bein hätte, ich wäre so ein Typ, den du im Internet siehst, weil er mit Krücken und einem Bein Basketball spielt. Weißt du, ey, Basketball nimmst du mir nicht so schnell weg für mein inneres Wohlgefühl und so. Nein, keine Chance, Mann. Ich bin wirklich, für mich persönlich, Basketball ist einfach mein Leben, verstehst? Das ist so das Ding. Und ansonsten, ja. Lustig ist auch, ich kriege immer noch Herausforderungen, egal auf YouTube, Instagram, persönliche Nachricht. Mike, ich will mal 1 gegen 1 gegen dich spielen. Mike, ich mache dich fertig. Es ist krass, gell? Da wollen dich irgendwelche 27-Jährigen, die sogar höher spielen, so Pro B oder was weiß ich, Regionalliga, echt Regionalliga, die glauben echt noch, sie müssen beweisen, wie scheiße ich bin und wie gut sie sind so da. Ne? Alter, ich bin jetzt, werde jetzt 39 Jahre alt dieses Jahr. Ich bin ein halber Krüppel und trotzdem kommen die Leute noch immer an zu mir und sagen, ah, Mike, bist du scheiße. Da kannst du mal dann eigentlich sehen, okay, auf welchem Level die dann so sind und wie hoch ihre Messlatte gesetzt ist. Alter, wenn du dich wirklich für gut empfinden möchtest oder sagen möchtest, hey, du bist ein wirklicher Killer, du bist ein Profi, dann bin ich wirklich nicht die Messlatte, an der du dich messen solltest. Weißt du? Auf keinen Fall, weil dann kommst du nicht so hoch. Weißt du, das ist ja immer dieses Ding natürlich auch, Leute sehen einen im Internet, der macht hier Tricks, Moves und so, der kann ein bisschen dribbeln, kann ein bisschen werfen. Aber das, Alter, wenn du das wirklich nimmst, für eine Messlatte so, ey, Mike ist ein Killer, Mike ist ein Pro, dann ist deine Einschätzung sehr, sehr falsch. Also ich würde auf mich selbst nicht mehr wetten, vor allem jetzt in diesem körperlichen Zustand gerade.
Aber ja, umso älter man wird, ist es natürlich logisch, umso schlimmer wird es auch eigentlich, wenn du nichts dafür tust. Also, keine Ahnung. Aber natürlich, ihr könnt mir immer gerne schreiben, wer so just for fun ein bisschen Basketball spielen will, hier in meiner Hood, Prien am Chiemsee, oder vorbeikommen möchte. Ey, sehr gerne, habe ich überhaupt nichts dagegen. Immer wieder nette Leute kennengelernt und auch getroffen. Das macht ja auch so die Basketball-Community aus, wenn man sich versteht, Basketball verbindet, so sollte es auch sein. Aber ja, mei, so ist es halt. So, werde jetzt noch ein bisschen was tun. Der Mirko will auch noch vorbeikommen. Mario habe ich nicht erreicht, keine Ahnung, was der wieder macht. Und ja, genießt jede Zeit, die ihr nutzen könnt, um ein wenig Basketball zu spielen, weil Basketball einfach ist Leben. Wie heißt es so schön? Basketball braucht kein Mensch, aber Mensch braucht Basketball. Kennt ihr das? Wer kennt diesen Songtext und von welcher Rap-Gruppe ist das aus Deutschland? Feedback, Kommentar da lassen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike.